Was heißt Bieder? Bin ich das Arschloch? Also, es gibt einen Reddit-Thread, wo Leute sagen, hey, die und die Situation ist passiert. Ich habe so reagiert. Leute sagen, ich bin ein Arschloch. Bin ich das Arschloch? Gebt mal eure Meinung. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Also, wir können ein bisschen diskutieren, ob Leute böse sind oder nicht. Denn wir wissen, wie immer, sind wir, ja, wie eine Art Justitia, die Gerechtigkeit des Universums. Wir wissen, wer böse ist und wer nicht. Also sowas wie Eiter, ja genau, aber halt auf Deutsch, ne? Rein da, wir gehen direkt rein da. Let's go. Seit Anfang Juli haben Ärzte bestätigt, dass meine Großmutter einen bösartigen Gehirntumor hat. Und seitdem wurde sie zweimal operiert, was dazu beigetragen hat, dass sie eine Pflegerin braucht, da sie mittlerweile körperlich und geistig beeinträchtigt ist. Anfangs habe ich sie noch ziemlich oft besucht, alle 2 bis 3 Tage, da sie nicht weit weg von mir wohnt, doch mittlerweile besuche ich sie kaum bis gar nicht mehr. Grund dafür ist, dass ich nie wirklich ein gutes Verhältnis zu ihr hatte, da sie mich während meiner Kindheit oft gemobbt hat. Außerdem hat sie seit ungefähr 2 Jahren eine Freundin, die seit ihres Tumors probiert, die Familie zu zerreißen, und diese Frau ist sehr häufig da. Also, bin ich das Arschloch, weil ich keine Zeit mit ihr verbringe? Schließlich gehört sie immer noch zur Familie. Boah! Das ist ein harter Brocken. Das ist ein harter Brocken. Erstmal vorneweg, ich finde, nur weil jemand zur Familie gehört, heißt es nicht, dass man der Person irgendetwas schuldet. Eltern, Großeltern, Geschwister, man kann sich verstreiten, Leute können scheiße sein, nur weil man blutsverwandt ist, heißt es nicht, dass diese Person auf magische Art und Weise ein guter Mensch ist. So. Heißt, ich verstehe diesen Gedanken, dass, ich verstehe den Gedanken so, wenn vor allem Großeltern krank werden, dass man sich denkt, okay, ich gehe hin, ne, ich spreche jetzt nochmal öfter mit ihr, aber ich kann auch sehr krass den Gedanken verstehen, wenn man sagt, ey, wir hatten die ganze Zeit nicht viel Kontakt, so, wir haben kein besonders gutes Verhältnis, da ist eine Person, die ich nicht mag, die die Familie zerreißt, die Person hat mich in meiner Kindheit nicht gut behandelt und jetzt, wo die Person krank ist, irgendwie da jetzt hinterher sein, weiß ich nicht. Ich würde sagen, kein Arschloch. Wenn vorher schon kein Kontakt war und die Person hat es probiert, bin juckt's, ja, fühle ich auch. Kommt das Verhältnis an, kein Arschloch, ja. Safe. Würde ich sagen, ist kein Arschloch und ich mag auch nicht diese Pressure, die man hat, so, aber es ist doch deine Oma, wie kannst du nur, so, nur weil jemand alt ist, macht das die Person nicht automatisch zu einem guten Menschen, so, aber irgendwie denkt man das immer. Naja, weiter geht's. Als ich aus der U-Bahn ausgestiegen bin, habe ich 2 Jungs gesehen, die in meine Richtung gerannt kamen. Hab dann die Tür aufgehalten, die Jungs waren dann auch schnell da, keine 10 Sekunden. Der Bahnfahrer hat dann das Fenster aufgemacht und mich angeschnauzt, warum ich denn die U-Bahn aufhalte. Ich bin dann einfach gegangen, frage mich aber trotzdem, ob das jetzt falsch von mir war, den Verkehr aufzuhalten. Ich verstehe die Position von ihm auf jeden Fall, denke aber, dass es nicht schlimm war. Bin ich hier irgendwie ignorant oder übersehe ich etwas? Boah. Okay, gibt's irgendwelche Leute, die sagen, dass das ein Arschlochverhalten ist? Ich finde das sogar actually nett. Es gibt so oft Busfahrer und Co., die warten, wenn die sehen, dass jemand angerannt kommt. Und vor allem, wenn du in der Bahn bist und da Leute angerannt kommen, finde ich sogar actually eher Arschloch, einfach nicht die Tür offen zu halten und sagen so, tja, du bist 5 Sekunden zu spät, du verpasst die Bahn. Die Bahn ist so oft zu spät. Scheiß drauf. Ich verstehe das schon, wenn man so die ganze Zeit die Tür aufhält und die Bahn so minutenlang nicht weiterfahren kann. Blöd. Aber kurz, so 10 Sekunden, dass jemand kurz reinsprintet, finde ich sehr legitim. Okay, weiter geht's. Falls der Hintergrund wichtig ist, kurz dazu, ich bin 35, weiblich und habe mich sexuell spät selbst entdeckt. Allgemein ist mein Leben nicht einfach verlaufen, umso schöner war diese Zeit des Entdeckens. Nun ist es passiert. Ich bin ungewollt schwanger geworden. Etwas, was mich unglaublich gefreut hat, weil ich dachte, aufgrund meiner Hormonerkrankungen, PCOS, wäre das gar nicht möglich. Nun hat mir der Kindsvater sehr leid getan. Ein junger Kerl, Anfang 20, studiert noch. Er hat die Nachricht entsprechend panisch und verzweifelt aufgenommen. Nach einem sehr langen Gespräch mit ihm und auch meiner eigenen Entscheidung habe ich mich dafür entschieden, dass eine Abtreibung nicht in Frage kommt. Ich will mein Kind unter allen Umständen haben. Ich möchte ihm aber auch nicht die Zukunft verbauen, nur weil er als Mann kein Recht hat, Nein zu sagen zu einem Kind im Sinne einer Abtreibung oder Unterhaltszahlungen. Jedenfalls haben wir uns darauf geeinigt, dass wir den Kontakt komplett abbrechen. Fotos, Nachrichten, Internetprofile und so weiter löschen und nicht in der Geburtsurkunde unbekannt eintragen lassen. Oder dem irgendeine Geschichte auftische, dass ich mich an nichts erinnern kann oder der Vater nicht auffindbar ist. Das betrifft natürlich auch unsere Familien und Freunde. Er wird nichts sagen und ich werde zum Kindsvater ebenfalls nichts sagen. Boah. Nun geben meine Eltern keine Ruhe und wollen wissen, wer der Vater ist. Enge Freunde und Familie haken auch ziemlich neugierig nach und machen mir Vorwürfe, dass sie ein Recht darauf hätten, es zu wissen, wie auch das Kind. Ich muss dazu sagen, dem Kind würde ich es erst sagen, wenn es kein Anrecht mehr auf Unterhalt hat von ihm und ihn auch nicht rückwirkend verklagen kann. Bin ich das Arschloch, weil ich meinen Eltern und meinen Freunden nicht sagen will, wer der Kindsvater ist? Boah,
Boah, das ist ein richtiger Brocken. Bin ich das Arschloch, weil meinen Eltern und meinen Freunden nicht sagen will, wer der Vater ist? Nein, also das juckt ja die Leute gar nicht. Das Kind, wenn du es weißt und es das wissen möchte, dann kann man das schon sagen, denke ich. Worauf ich lieber hinaus möchte, ist eher, also ich finde es voll nett von der Person, dass der Typ sagt, boah, ich habe keinen Bock auf ein Kind, ich bin Anfang 20. Das war für mich jetzt einfach nur so ein Nebenbei-Ding, jetzt bist du schwanger geworden. Dass sie sagt, ey, ich trage unbekannt ein, ich werde dafür sorgen, dass dich niemals jemand verklagen wird wegen Unterhalt und so weiter. Finde ich echt krass, dass sie da die ganze Last gefühlt alleine trägt. Das ist so krass. Ich finde das so, so, so krass. Also er ist doch genauso verantwortlich für die Schwangerschaft, oder nicht? Wenn du dich jetzt so entscheidest, Sex zu haben, auch mit wechselnden Partnern Sex zu haben und so weiter und dann ein Kind passiert, dann so, ich finde, das ist einfach eine Sache, mit der man rechnen muss, dass du als Frau entweder schwanger wirst oder als Mann jemand schwängerst. Ich finde, das ist einfach ein Gedanke, mit dem man sich abfinden muss. Also das kann passieren und es kann passieren, dass die Person sagt, ich möchte das Kind behalten. Sind wir beide für verantwortlich? Ja, finde ich auch. Der Typ kommt mir so ein bisschen manipulativ vor, von wegen, ich habe keinen Bock, Unterhalt zu zahlen. Also, dass sie dann sagt, okay, ja, ich streiche dich überall raus, ich werde es niemals jemandem sagen, das größte Geheimnis, wer der Vater meines Kindes ist, weiß ich nicht. Wenn das Kind finanziell sicher ist, finde ich es eigentlich okay. Naja, wenn die Frau so viel verdient, dass sie keinen Unterhalt braucht, dann muss der Mann doch auch keinen Unterhalt zahlen. Oder? Ich kenne mich da mit den Gesetzen gar nicht aus. Man muss Unterhalt zahlen, sobald man nicht mit dem Kind wohnt. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Aber ja, also ich finde, die Frau ist auch in keiner Weise ein Arschloch, weil sie halt also den Eltern oder Freunden überzählen, wer der Vater ist und weil die neugierig sind, so an die Maul halten. Dem Kind das zu erzählen, finde ich schon wichtig, wenn es das wissen möchte. So. Und also einfach die Story dahinter, das kann das Kind ja dann irgendwann auch verstehen, ne? Also ich finde, die Frau ist echt nett, so dass sie den Typen da komplett raushält, sogar tut, dass sie nicht weiß und so, sogar für ihn lügen würde, damit er nicht unterhaltspflichtig ist. Finde ich schon krass. Unterhalt ist auch einkommensabhängig oder nicht? Ja, voll. Deswegen, also krass, dass sie es nicht macht. Ein Kind kann Leben zerstören, das sollte man bedenken. Also, ich weiß nicht, inwiefern es dein Leben zerstört, wenn du Verantwortung übernimmst. Also ich finde, das ist einfach eine Sache, die zum Leben, also zum Erwachsenenleben dazu ist. Wenn du ein erwachsener Mensch bist und du sexuell aktiv bist, dann musst du davon ausgehen, dass das passieren kann. Punkt. Naja, bei ihr zerstört es ja auch nicht das Leben. Ja, eben. Also ich finde, das ist eine Sache, an die man einfach denken muss. Gar keinen Bock auf ein Kind, lol. Verstehe ich. Aber wenn du halt ungeschützten Sex hast, dann musst du damit davon ausgehen, dass das passieren kann. Und wenn du nicht möchtest, dass das passiert, dann musst du noch mehr Vorkehrungen treffen. Und wenn du sagst, boah, keine Ahnung, ich vertraue dieser Frau nicht, weil was, wenn sie schwanger wird und es dann behalten möchte, dann schlaf halt nicht mit ihr. Also, Punkt. Wenn du sagst, ich möchte nicht riskieren, dass ich aus Versehen eine Frau schwängere und die das Kind behält, obwohl ich das nicht möchte. Wenn du an dem Punkt bist, dass du das sagst, dann schlaf halt nicht mit Frauen, wo du dir nicht sicher bist, was dann passiert. Dann schlaf halt nur mit Leuten, mit denen du zusammen bist, wo das abgeklärt ist, was passiert im Falle der Fälle und so weiter. Und halt nicht mit Fremden. Sorry, vielleicht bin ich da ein bisschen krass, aber ich finde, das ist einfach eine der Verantwortungen, die man als erwachsener Mensch übernehmen muss. Genauso wie du als Frau die Verantwortung übernimmst, dass halt keine Verhütungsmethode sicher ist und es immer passieren kann, dass du schwanger wirst. Also was machst du dann? Und wenn du sagst, ja, aber ich will also du kannst nicht alles haben, Punkt. Du kannst nicht sagen, ja, ich will rumficken, ich will unverhütet Sex haben, aber ich will auch niemals irgendwie schwängern oder Verantwortung übernehmen. Ja, Punkt. Der Typ ist 20. Ja, der ist jung, aber der ist erwachsen. Und vor allem, wenn du alt genug bist zum Sex haben, dann bist du auch alt genug zum Verantwortung übernehmen. Ich find's krass, dass die Frau ihn komplett schützt und sagt, yo, du musst niemals Unterhalt zahlen. Ich werde es dem Kind erst erzählen, wenn es dich auch nicht verklagen kann und so weiter und so weiter. Ey, diese Frau verbiegt sich in ihre ganze Umgebung, lügt dann ihre Familie und alles an, was passiert ist und wie das alles gewesen ist. Einfach nur, um diesen fremden Typen zu schützen. Ich finde es krass von der. Ich finde gar nicht, dass sie das Arschloch ist oder so. Oder einfach gleichgeschlechtlichen Sex haben. Da kann niemand schwanger werden. Weiter geht's. Meine Frau und ich haben 3 junge Kinder. Eines leider sehr schwer beeinträchtigt. Die Geburt der Zwillinge liegt erst ein halbes Jahr zurück. Und natürlich war es keine einfache Zeit für uns. Mental, aber auch psychisch. Alles klar. Jetzt hat sich meine Frau mit den hiesigen Homöopathen angefreundet. Die sind zugegebenermaßen recht freundlich zu uns. Und die Kinder spielen auch gerne zusammen. Nun
hat er, Heilpraktiker und praktizierender Homöopath, angeboten, eine kostenlose homöopathische Anamnese bei unserem Sohn durchzuführen. Dagegen habe ich mein Veto eingelegt, da mir der Mensch suspekt ist und ich nicht möchte, dass er als Heilerfigur für unseren Sohn auftritt. Dieser Mensch ist letztes Jahr fleißig auf Querdenker-Demos gerannt, oh Gott, redet gerne über die unterdrückte germanische Kultur und liest Bücher über Homöopathie bei Krebs. Für mich genügend Red Flags. Meine Frau meint nun, ich wäre das Arschloch, weil ich ihr nicht unbedingt unserem Sohn etwas verwehre, was ihr gefühlt helfen könnte und im schlimmsten Fall nichts bewirkt, aber auch nicht schadet. Bin ich das Arschloch? Boah. Also, was zum F*** hat deine Frau für ein Problem? Also steht die auf den Dude? Also es klingt jetzt richtig wack, wenn ich das sage, aber steht die auf den Dude, dass sie es so schlimm findet, dass euer Sohn nicht von einem Homöopath irgendwie geheilt werden soll? Sollte sich eine Doku dazu angucken, dass es halt absoluter Schwachsinn ist und dann wird es schon. Also du bist ja mit jemandem verheiratet, das Paar ist ja zusammen aus einem Grund, so die verstehen sich gut, die sind irgendwie auf der gleichen Wellenlänge und wenn er sagt, Alter, like, der Typ geht auf Querdenker-Demos und was war das? Unterdrückte germanische Kultur und Bücher über Homöopathie bei Krebs. Das ist halt krass verblendet so, ne? Also irgendwas muss die Frau ja an dem finden, dass sie es so wichtig findet. Vor allem nicht sagt, er verwehrt die Heilung seinem Sohn, sondern er verwehrt der Frau etwas, weil sie so gerne dahin möchte. Ich verstehe, wenn man irgendwie krass krank ist und 1000 Ärzte ausprobiert hat und man sich irgendwann denkt, Alter, ich bin absolut krank verzweifelt, ich will es einfach nur machen. Wenn das was bringt, dann ist es so, ob es Hokuspokus ist oder nicht, mir scheißegal. Ich will einfach noch einen Brillig-Winkel, ich weiß nicht, wo ich noch hingehen soll. I get that. Aber hier heißt es ja, dass er ihr was verwehren würde, nicht unbedingt dem Sohn. Weiß ich nicht. Zumal nichts im Leben ist kostenlos, der wird früher oder später was dafür verlangen, weil so jemand möchte so nicht in der Schuld stehen. Ja, das ist jetzt ein sehr krasser Gedanke. Weiß ich nicht, ob man da direkt reingehen wird, der wird irgendwann, ja. Er ist definitiv kein Arschloch, ich würde es auch nicht zulassen wollen. Naja, ihm geht es ja eher darum, dass er nicht möchte, dass dieser Homöopath als Heilerfigur dann dasteht, aber also wenn es hilft, dann ist er ja ein Heiler und wenn nicht, dann ist er ein Schwätzer und dann können die ja auch gehen. Weiß ich nicht. Ich habe zu wenig Informationen, was da genau passiert ist. Der Typ scheint mir auf jeden Fall krass suspekt zu sein. Ja, ich verstehe auch nicht, warum die sich überhaupt mit denen angefreundet haben. Aber wenn die doch befreundet sind und die so nett zueinander sind und so ständig miteinander abhängen und mit den Kindern abhängen, dann ist es so, also warum, also dann ist es halt weird zu sagen, hey, wir sind befreundet, aber ich mag dich nicht. Das ist irgendwie weird. Das ist eine von diesen Nachbarschaftsfreundschaften, wo man einfach befreundet ist, weil man irgendwie so nebeneinander wohnt und die Kinder im gleichen Alter sind, aber du hasst dich eigentlich aufs Blut. Weiter geht's. Hallo, vor kurzem ist etwas passiert, wo ich gerne mal unabhängige Meinungen hören wollte. Ich, weiblich 24, war mit meinem Freund, männlich 23 und ein paar seiner Freunde und dessen Freundinnen, wir waren zu sechst, essen. Okay, beim Bezahlen wurde dann gesagt, dass die Rechnung zu gleichen Teilen bezahlt wird und dass jeder 20 Euro für Essen und Trinkgeld gibt, sodass nicht unnötig rumgerechnet werden muss. Ich habe zwar keine Szene gemacht, fand das aber nicht in Ordnung, da ich verhältnismäßig wenig konsumiert hatte und es irgendwie nicht einsehe, für alle mitzuzahlen und lieber getrennt bezahlt hätte und das habe ich meinem Freund im Nachhinein auch gesagt. Er meinte dann nur zu mir, dass sie das schon immer so gemacht haben. Bin ich das Arschloch, wenn ich lieber nur mein eigenes Essen bezahlen möchte, anstelle von einem pauschalen Betrag? Ja, also ein Arschloch nicht, aber halt nervig. Ich finde es, also I get it, ne, I get it, aber Essen, Trinken also Essen, Trinken, Trinkgeld, also dann muss ich halt keine 20 Euro, sondern vielleicht 18 zahlen. Vielleicht hätte man das eher kommunizieren sollen. Ja, ich verstehe das. Wenn ich schon eine Cola getrunken habe, sehe ich es auch nicht, 21 Euro dahin zu legen. Ja, ich verstehe das schon. Also klar kann man sagen, du sitzt halt an der Gruppe und bist halt so, jo, lass doch einfach, jo, wir sind 6 Leute, die Geschichte kostet 120 Euro, legt halt jeder 20 Euro hin und dann passt es. Nee, also ich würde das tatsächlich gerne durchrechnen lassen und einzeln bezahlen. Sitzt du halt noch eine halbe Stunde darum, bis jeder halt bezahlt hat, kannst du machen. Wäre auch genervt, gerade wenn man kein Geld hat. Ja, also ja, ist blöd, wenn man halt richtig krass knapp bei Kasse ist, dass man darauf achten muss. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, so, keine Ahnung. Muss man halt wissen, in was für einer Lage man halt ist, ne? So, wenn jetzt jemand am Tisch sitzt und ich sage, boah, lass doch einfach hier dann 20 hinlegen und gehen, dann können wir schnell los. Oder wenn es halt ist, wenn dann jemand sagt, so, hey, nee, ich würde gerne irgendwie selber bezahlen, so, ich glaube, ich hatte deutlich weniger als 20 Euro, würde mir jetzt blöd vorkommen. Ich will auch kein Trinkgeld geben oder so, okay, dann mach's halt. Ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, pff, stressig, aber wo ich mir denken würde, okay, dann dauert der Bezahlvorgang halt nochmal länger, ne? Kommt auf einmal, wie man da ist, ja, kommt auf einmal, wie man da ist, was so die finanzielle Situation ist. Ich finde nicht, dass sie ein Arschloch ist dafür. Ich kann verstehen, dass wenn man mit so sau vielen Leuten essen ist, dass man, dass so der Gedanke dahinter, das einfach abzukürzen, jeder legt so viel rein, wie er glaubt,
bezahlen zu müssen oder so, das dann schon passt. Aber ja, ich meine, die hatten einen schönen Abend, haben es genossen. Es ist irgendwie ein Moodkiller, muss man auf finanzielle Lage achten. Ja, genau. Ne? Ich habe auch noch, wo ich zur Schule gegangen bin und zur Uni gegangen bin und halt nicht gut Geld verdient habe wie jetzt, habe ich es auch mit Freunden immer so gemacht, weil also ist einfach so ein bisschen, ich finde, es ist so ein bisschen so dieses, ist einfach gemütlicher und freundschaftlicher, wenn man am Tisch sitzt und sagt, okay, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken, ich bezahle schon und beim nächsten Mal bezahlst halt du, ne? Und Solidaritätsprinzip, ja, wenn man das so nennt, ich kann es nicht sagen, ich finde es einfach eine schöne Geste, wenn man zusammen essen geht und dann das Geld und so nicht krass im Vordergrund steht, ne? Wenn man broke ist, geht man einfach nicht ins Restaurant, oder? Naja, wenn du, das klingt aber auch nach, wenn du kein Geld hast, dann darfst du halt nichts erleben oder sowas, aber hatte sie nur eine Vorspeise, dann verstehe ich's, hat sie trotzdem normal mitgegessen und hat ihr Gericht hat vielleicht 3 Euro weniger gekostet als das der anderen und sie würde insgesamt vielleicht, was weiß ich, sonst 2 Euro billiger wegkommen, dann ist es halt wack. Finde ich, dass es wirklich schlimm ist und eine Person zum Arschloch macht, aber ich kann verstehen, dass man sagt so, ach, wir haben mich immer schon so gemacht und ja. Also ich würde sagen, wir einigen uns auf jeden Fall nicht das Arschloch. Einfach sagen, ich will halt selber zahlen. Ist halt peinlich, wenn du sagst, ey, ich will halt selber zahlen und dann bei 19,50 Euro bist und dann auf 20 Euro aufrundest, um ein bisschen Trinkgeld dazulassen und alle sich denken, kein Arschloch, aber Mutkiller. Ja, voll. Ich finde so dieses Essen gehen, am Ende bezahlen vom Essen gehen, das killt immer die Mut. Du bist so am Essen, es ist lecker, du hast so geile Gespräche am Abend und dann kommt so dieses, okay, wie bezahlt ihr? Und ich habe einfach, ich weiß nicht, warum ich das so unangenehm finde. Ich will es einfach immer so schnell wie möglich hinter mir haben. Deswegen bin ich jemand, der solche Ideen einfach voll appreciated. Ich bin auch lieber Fan von, hey, ich bezahle heute und du bezahlst beim nächsten Mal, statt, ja, du bezahlst und wir rechnen das jetzt alle runter und wir schicken dir alle jetzt das Geld bei PayPal. Ich finde das so ungemütlich. Machen wir trotzdem manchmal. Aber kommt so ein bisschen drauf an, ne? Wir müssen schnell los, weil der Film gleich losgeht. Oder wir haben eigentlich noch voll Zeit. Weiß ich nicht. Einfach gar nicht bezahlen. Ja, einfach wegrennen. Ich glaube, das ist dann killt die Mut, dann wird die Mut gar nicht gekillt. Das fühle ich auf jeden Fall, wenn einer sagt, heute zahle ich das nächste Mal du. Ja, das finde ich so ein bisschen gemütlicher so. Aber meine Freundesgruppe rechnet das alles genau aus und macht das tatsächlich per PayPal, weil wir alle broke sind. Wir haben das auch bei manchen Sachen. Also wir hatten ja einmal diesen Mini-Kurzurlaub, den wir gemacht haben über 3 Tage. Da hat sich halt jeder um was anderes gekümmert. Und dann haben wir so eine App gehabt, wie heißt die nochmal? Splitwise, wo jeder quasi, wir waren in der Gruppe, alle waren drin, jeder hat so seine Kosten eingetragen und diese App hat das so automatisch verrechnet, wenn jemand mehr ausgegeben hat als andere, dass quasi jeder am Ende gleich viel bezahlt und dann muss nicht quasi jeder jedem immer das Geld aufteilen, sondern am Ende kannst du über die App einfach sagen, okay, ich schulde jetzt nur noch der Person 4 Euro und dann ist alles even. So, der App ist halt immer so eine Sache der Situation, ja, voll, aber das war halt auch eine große Unternehmung, eine Person hat Flüge gebucht, eine Person hat Hotel gebucht, eine Person hat das Essen geklärt, eine Person hat sich um den Mietwagen gekümmert, alle haben unterschiedlich viel Geld ausgegeben, am Ende war es sogar relativ ausgeglichen, was jeder ausgegeben hat. Aber da hat man diese App einfach so wissen, okay, ne? Keiner wurde jetzt irgendwie über den Tisch gezogen oder so. Ich glaube, manche haben Angst, bei dem heute ich, morgen du derjenige zu sein, der am Ende viel öfter ausgibt. Ja, da muss halt so ein bisschen so eine Vertrauensbasis bei Freunden sein, ne? Ich bin jetzt aktuell auch in einer ganz anderen Situation, ne? Dadurch, dass ich halt YouTube, Twitch mache, deutlich besser verdiene als früher, ist es halt für mich nicht mehr das Ding, 10 Euro für einen Freund zu bezahlen oder so. Auch früher haben Vincent und ich das einfach so gemacht. Es war dann so, ja, so, wenn wir beide broke sind, also wenn eine Person einfach keine Cola hat, sagst du halt, ey, ich habe gar kein Geld. Wenn wir essen gehen wollen, dann musst du mich einladen. Ja, dann ist es halt so. So, okay. Ich glaube, die beste Lösung wäre wahrscheinlich hier gewesen, statt zu sagen, alle legen 20 Euro in die Mitte, wäre gewesen zu sagen, okay, alle Paare zahlen zusammen und dann kann man das am Ende mit seinem Partner irgendwie ausdiskutieren, ohne dann die Mut zu killen und dann müssen nur 3 Leute bezahlen.